In diesem Video möchte ich Ihnen nun erklären, was ein Parity Bit ist. Wir haben uns in einem früheren Video mit einem einfachen seriellen Kommunikationsstandard beschäftigt, dem sogenannten 8N1. Und dort hatten wir die Möglichkeit, oder eben einer der Bits, die wir dort angesprochen haben, war der sogenannte Parity Bit. Nun, in 8N1 haben wir eigentlich gar kein Parity Bit benutzt. Trotzdem gibt es viele Standards, die Parity Bits benutzen. Und deswegen müssen wir sie heute auch ein bisschen besprechen. Was ist also das Parity Bit? Einer der Hauptprobleme in der seriellen Kommunikation oder überhaupt in der Kommunikation ist eigentlich damit verbunden, dass die Daten von A nach B nicht fehlerfrei ankommen. Das heißt, der Sender sendet vielleicht eine 1 und der Empfänger versteht, dass es eine 0 oder umgekehrt. Das führt natürlich zu vielen Problemen, wenn man das nicht irgendwie erkennen kann beim Empfänger, dass da irgendetwas schiefgelaufen ist. Und der Parity Bit ist eine der einfachsten und der allerältesten Methoden, das zu erkennen, also die Fehler zu erkennen. Die Idee prinzipiell ist folgende, dass man die Einsen in dem Frame oder eben in unseren 8 Bits einfach zusammenzählt und guckt, sind sie gerade Anzahl oder ungerade Anzahl. Damit würde man nur ein Bit dafür verwenden, um diese Fehlerhaftigkeit eventuell zu erwischen. Schnell merkt man natürlich, da gibt es sehr klare und Grenzen, die man sehr schnell an sie auch stößt. Aber wir gucken uns das erstmal an. Nehmen wir doch mal an, ich habe hier einen kleinen Byte, der besteht aus 8 Bit und da steht 001100. Okay, jetzt möchte ich alle Einsen zusammenzählen. Das heißt, die Einsen sind genau 2. Das ist eine gerade Anzahl. Und jetzt kann man die Parität entweder als eine gerade Parität oder auf Englisch even definieren oder als ungerade oder eben odd auf Englisch. Die Idee ist folgende. Wenn die Anzahl der Einsen in meinem Byte oder in meinem Frame gerade sind, dann ist die gerade Parität eine 0, sodass die Gesamtanzahl von den Einsen gerade bleibt. Das heißt, ich schreibe hier am Ende eine 0 rein, sodass, wenn ich das komplette Frame jetzt betrachte, ist die Anzahl der Einsen gerade. Und auf diese Art und Weise kann ich jetzt erkennen, was erwarte ich hier eigentlich auf der anderen Seite. Wenn das ungerade wäre, dann... Moment, schreiben wir das zu Ende erstmal auf. 0 bedeutet gerade Anzahl von Einsen und 1 würde dann eine ungerade Anzahl bedeuten. Bei der ungeraden Parität ist es eben genau umgekehrt. Wenn ich gerade Anzahl an Einsen gezählt habe, dann schicke ich wieder eine 1 dazu, sodass die Gesamtanzahl ungerade wird. Und eine 0, wenn es eben die Anzahl dann gerade ist. Das ist der Parity Bit. Und wie schon bereits kurz angesprochen, natürlich ist es nur dafür da, dass man einen einzelnen Bitfehler erkennen kann. Wie kann man das sehen? Wenn ich genau einen Bit flippen würde, flippen bedeutet genau umkehren, dann werde ich sofort diesen Fehler auch erwischen und jetzt kann ich dem ursprünglichen Sender antworten mit einer Fehlermeldung und sagen, bitte schick das nochmal. Wenn allerdings 2 Bits flippen würden gleichzeitig, das heißt eine 0 und eine 1 zum Beispiel genau umgekehrt sind oder auch 2 Nullen oder 2 Einsen, dann verliert sich dieser Parity Bit, weil er sich selbst sozusagen cancelt oder sich selbst löscht eigentlich. Deswegen in späteren Protokollen, gerade diejenigen, die sehr lange Frames haben, benutzt man natürlich etwas anderes. Zum Beispiel sehr beliebt ist der sogenannte CRC. Das steht für Cyclic Redundancy Check. Basiert aber auf der gleichen Idee und man kann natürlich sich auch mehrere Varianten hier überlegen, wie kann man diese Fehlerbehebung oder diese Fehlererkennung eigentlich besser machen. Man kann natürlich mehr Bits verwenden, man kann sich auch andere verschiedene Statistiken über den kompletten Frame
ausrechnen lassen und danach eben mitschicken. Man kann natürlich aber auch das komplette Frame einfach mehrmals schicken. So kann man auch sicherstellen, dass es immer richtig ankommt. Dankeschön.